jetzt haben wir die Sonntagsmesse vorbei, der uns unser neuer Priester, Dr. Erwin Raffel, gelesen hat. Er war Dekan von Kolton und ist in verdienten Ruhestand gegangen. Und wir haben das Glück gehabt, dass er zu uns auf eine Klasse kommt. Und das, da haben wir ein paar Ministranten, das sind die zwei Großen, der Daniel Spitaler und dran der Hannes Frenner. Und das sind die zwei Neuen, die Kleinen, die Desiree und der Matthias, fällt mir der Name nicht ein. Und jetzt können wir leider auf der Mutter Gottes verlassen, dass sie uns die Gesundheit beschert. Dann werden wir weitermachen, gemeinsam. Und Dankeschön. Wir gratulieren dem Mesner zu seinem Geburtstag. Er ist ja auch ein 30er und da kann man die Rechnung machen, da kommen wir auf 86 Jahre. Danke für deinen Dienst, den du trotzdem machst und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, grüß dich Gott. Ich bin der Emil Andergassen, geboren in Niklas am 14. Oktober 1930. Und ich soll heute etwas erzählen da, vor 40 Jahren Meissner. Wie das gekommen ist, verstehe ich selber nicht. Aber wir haben schon jünger gemäßt in der Kirche mithelfen, ministrieren. Und mit 9 Jahren bin ich Planitzing rausgekommen, bei der Nadel. Und sie haben mir einen Kuss im Meissner mitgeholfen. Sogar in Turmschlüssel und über dem Winterkopf bin ich auch gestanden, Bettleiten. Und ich bin auch in Planitzing Schule gegangen, bis Kriegsende. Und 1945, gerade vor der Zweiten Weltkrieg aufgehört hat, haben die Tierflieger meinen Elternbruder in Flodl erschossen. Natürlich habe ich nachher gemisst. Und 1948 sind die Kirchpräpste, damals hat es keinen Vorgemeinderat gegeben, sind die Kirchpräpste gekommen, bei meinem Vater betteln, der Meissenrat aufgeben, der Vater solle die Meissenrei übernehmen. Gern hat er es nicht getan, aber soll ihm sie nicht nachgeben, bis er ja gesagt hat. Und natürlich, der Vater ist Meissner gewesen, aber der hat gesagt, 80% haben wir Kinder gemäßt in der Kirche sein. In der Früh zusammen ist jeden Tag eine Messe gewesen. In der Früh Kirchhaussperren, in Uidenturm auch in Bettleiten, auch in Altenturm auch in Jurautzirchen. Und das, so ist es halt weitergegangen. Der Vater hat halt die Messnerei 5 Jahre gehalten, bis 53, bis Säckelum. Dann ist er halt ausstuft worden, weil er hat da zwei Weltkriege mitgemacht und ist auch nicht mehr der beste Benannt gewesen. Und dann hat er noch die Messnerei in Andergassen Notod, der Selle ist Schwesterlehrling gewesen, hat er selbst die Messnerei übernommen. Und so, und so haben wir eigentlich die Meissnerei gelernt, die 7-5 Jahre. Und später noch, das
Horst 60 oder 70, ist die Pfarrgemeinderatswahl gewesen. Na, sind sie gekommen bei mir, ob ich mich ausstellen lasse. Dann habe ich gesagt, nein, das wäre so viel, weil ich bin ja auch im Beruf als Bäckerist. Dann haben sie halt auch nicht noch gar mehr brauchende Leute als Kandidat. Eine kommt ja sowieso nicht. Ja, und dann habe ich halt nachgegeben und dann haben sie mich aufgestellt. Aber reingekommen bin noch ich und der eine nicht, der mich gezwungen hat. Und dann, ja, bin ich 18 Jahre im Pfarrgemeinderat gewesen. Und Meissner ist zusammen, wir heißen dann die Meissner Franz, der Andergassen Franz. Und 81 am Patrozinium im Tag von Nikolai ist Robens in der Sakristei geguckt und auf dem Bettleiten gewartet. Und der Waschl Alfred ist mit bei ihm gewesen. Und der Franz fällt auf einmal auf den Stuhl ein. Und vor ihm hat er einen Gashaufen gehabt. Wenn er mit 7 war gewesen, vielleicht war er gar abgerunnen, man weiß nicht, wie es weitergegangen war. Natürlich hat Alfred Alarm geschlagen. Und dann sind sie gekommen und da haben wir einen Heimeiner. Und dann mit der Rettung ins Spital rein. Und den nächsten Tag ist er schon gestorben. Und die haben mir gedacht, als Pfarrgemeinderatmitglied in Vertretung für eine Klasse, muss schauen, dass in der Kirche alles weiterläuft. Natürlich in der Meinung, einen Meissner zu finden. Aber ich habe ihn bis heute noch nicht gefunden. Und die in die Meissnerei nicht kennt, auch geben, was unsere Vorfahren aufgebaut haben und so viel gehalten haben auf unserer Kirche, auf der Mutter Gottes, auf der Wallfahrtskirche. Und die haben halt weitergemacht, natürlich, und ich später nachdenkt, auch nie viel verzichten müsst wegen der Meissnerei. Und was mir eigentlich völlig gewertet hat, die Familie oder meine Familie hat da viel verzichten müssen. Weil statt einmal mit der Familie einen schönen Ausflug machen, was meistens müsste da bleiben wegen der Meissnerei. Aber mir ist sie heute noch geblieben, die Meissnerei. Und dass ich 40 Jahre, kann ich selber nicht verstehen. Und ja, noch bin ich bei der Meissner-Gemeinschaft zugekommen und sehen wir als Gebietsvertreter. Ja, noch bin ich in Galling halt geehrt geworden mit der Bronzene für 15 Jahre. Noch später die Silberne für 25 Jahre. Und noch mit 35 Jahren habe ich die Goldene gekriegt. Und heuer im Frühjahr hat die Meissner-Gemeinschaft als 50-jährige Meissner-Jubiläum gefeiert. Und zwar in Brixner Dom mit dem Bischof Ivo Musser. Und ist eine schönes Kirchen gewesen. Und nach der, wenn das Kirchen am Ende gekommen ist, dann hat die Meissner-Gemeinschaft Ehrungen gemacht. Die Meissner für 15 Jahre, für 25 Jahre, für 35 Jahre, auch für 40 Jahre. Aber dass sie auch in der Reihe kommt, hätte man gar nicht einbildet. Zum Schluss rief der Namenau Emil Andergassen, kriegt die Meissner-Kerz, wie sechste da steht. Und da hat mir der Bischof selber überreicht und gedankt. Und wie gesagt, jetzt bin ich bald einmal 86 Jahre.
wär's mir reingelling zu viel. Aber ich war versuchen, solange mir die Mutter Gottes die Gesundheit erhält hat, war ich weitermachen. Und wenn's morgen nimmer geht, dann muss ich halt aufgeben. Und ich tat allein Herrgott danken, wenn ich morgen nimmer kann, dass er Nachfolger ist. Ich hoffe, eine Klasse schaut, die Tradition gewesen, sie ist heute noch nicht so wie früher als Triumphbutton binden. Früher, die Alten haben die Schablonen gemacht, was zu binden ist gewesen. Noch die Tassen holen im Berg. Erst hat man mir bei der Vorstand suchen. Noch hat man allen die Tassen gekriegt. Noch ist man mit den Bergwagen, die heute Jungen wahrscheinlich alle nicht mehr kennen. Auch ich bis in Petsch die Tassen herrichten und mit dem Bergwagen durch die Straßen an. Heute fährt man mit dem Traktor. Und schon damals, und da sind allem hauptsächlich die Feuerwehr und der andere sind gern mitgegangen helfen. Und wir haben da erfuhr Tassen mit dem Traktor, das sie gerade beim Arzt Ludwig auf dem Stadel eine Firma und da werden noch Tassen geschnitten und gebunden. Früher um Säkelum seine Meerstadel gebunden worden. Heute haben wir ein Feuerwehrmagazin, Gott sei Dank, wo alle bei 10 Minuten nur zusammenkommen und das zusammen geschnitten und gebunden wird. Ja, Pfingsten wird auf eine Klasse allem Gras gefeiert, besonders. Früher ist es 4 Tage, deswegen heißt es ja 40-stündiger Gebet. Heute sind leider mehr 2 Tage, weil mehr geht halt nicht mehr. Aber trotzdem für Mesner eine große Arbeit, die Vorbereitungen und schauen, dass Kirche und alles funktioniert. Und alle 5 Jahre wird das Säckelung gefeiert, selber wird noch besonders gefeiert. Ziemlich früher, im Pfingstmontag, die Prozession von Dorfauer, ein kleines Gebet in der Kirche und noch ist die Prozession mit Musik, Schützenkompanie, Feuerwehr und betendes Volk. Die Marienstraßen von ober der Kirche mit dem Muttergottesbild weitergegangen bis Saui, beim Frank. Damals Haus Selva, wo die Mutter Gottes 1733 am 14. März abends beim Rosenkranzbeten geschwitzt hat. Und das ist ja allem groß gefeiert worden und gefeiert wird es heute noch. Und oben wird halt da kurz gebetet und die Niklaser Frauen singen das Niklaserlied. Und dann wird die Musik spielt kurz und dann geht die Prozession weiter, die Heppenheimer Straße neu, unten außer bis zu der Kirche und dann wird noch in Freiden, wird der Soldat aufgestellt von Mesner und dann wird noch die Schlussandacht, Predigt, und spielt die Musik. Und früher haben sie ober der Kirchenmauer ein Soldat aufgestellt, wo der Prediger allem oben ist gewesen. Heute hat er hernieden vor dem Altar, was wir aufstellen, 7 Predigen. Und dann wird der Schlusssegen und dann ist eigentlich die Säckelumfeier vorbei. Don't leave now.